Moin, ich bin der Günther, ich komme aus der Hörbude. Erstmal überlegen, welches Intro ich brauche. Wir spielen heute weiter die Pokémon Let's Go Evoli Eevee Only Challenge. Letztes Mal haben wir die erste Arena abgeschlossen und ich habe einen Cut hier direkt in der Arena gesetzt, weil ich weiß, dass wir vor der Arena direkt zugelabert werden, lul. Ich meine, was sonst? Nebenbei musste ich ein bisschen auf Discord achten. Weil da gibt's ein bisschen Zeug. Und guck mal. Hey, du da. Du bist doch dieser Günther Lohl, oder? Ja. Ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Obwohl ich nicht blau bin. Ich bin kein Schlumpf. Professor, ist mein Opa und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Ja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon von ganz allein besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Hui, super Bälle, danke. Weil, ja, wir wollen viele Team-Pokémon. Die Dinger sind super, die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle. Ja, die sind super. Versteht ihr? Aber mal was ganz anderes, das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sie. Ja, nee. Also mich nicht. Ich stink nicht so wie du. Man kann sagen, was man will. Trotz allem deutlich besserer Charakter als der Rivale, dem sie einem in diesem Spiel reingeklatscht haben. Gott, ist er kacke. Ja, hässlich an sich auch, doch passt schon. Ja, ich hab nicht vor, mich noch lange hier im Ort aufzuhalten. Vor allem, was ich noch will, ist dieses Item. Eine Kapsel X-Abwehr. Ich muss mir merken, dass man durch diese Büsche einfach durchlaufen kann. Es macht einiges einfacher. Na dann heilen wir unser ganzes Team auf. Yes! So viele starke Pokémon! Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel dann noch ein bisschen grinden müssen. Weil wir waren jetzt even-leveled mit dem Arena-Leiter und wenn wir in der Top 4 even reingehen, dann schaffen wir das nicht, auch wenn unser Evoli broken ist. Da müssen wir schon ein bisschen drüber sein von den Leveln her. Ich würde erstmal sagen, wir gucken mal, es gibt einen Rivalenkampf, den man eigentlich zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel machen kann und den man auch schon vor der ersten Arena machen kann. Ich habe nur ehrlich gesagt keine Ahnung, wo genau. Ja, nicht hier. Wo ist die Karte? Steht das da irgendwie? Vor allem hab ich nicht noch gemeint, es benutzt niemand die Karte. Es müsste dann an sich von hier sein, oder nicht? Aber nee, das ist doch zu früh. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade ehrlich ein bisschen verwirrt. Ich guck's mir mal an, aber irgendwie glaube ich nicht, dass es da ist, wo wir gerade waren. Lasst mich mal in Ruhe, ich will hier nur durch. Gibt's hier im Wald irgendwo einen Weg? Wow, hier gibt's noch ein Item. Ich suche eigentlich nach einem Rückweg, der vielleicht ein bisschen schneller ist als der originale Weg. Das Gute ist der Mangel an random wilden Encountern. Hier kann man denen ganz gut ausweichen.
Auch wenn die Viecher manchmal halb in einem drin spawnen. Oh, Pikachu, krass. Ja, weiter. Einfach weiterlaufen. Den Trainer haben wir besiegt. Und wir nähern uns dann auch langsam dem Ausgang des Waldes. Ein bisschen unnötig jetzt der Laufweg. Vor allem müssen wir den dann nochmal gehen. Aber ich will das jetzt überprüft haben. Route 2 sind wir. Und weiter, weiter, weiter. Man ist in dem Spiel recht langsam. Hat man keinen Sprint? Ich glaube nicht. Vertania City, aber doch, es müsste hier sein, oder? Gibt's den Kampf nicht? Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass der Kampf eigentlich da hinten stattfinden sollte im Normalfall. Dann gibt's den anscheinend in Let's Go einfach nicht. Ja gut. Das heißt, der Laufweg war umsonst. Nice. Als ob die den Kampf einfach gestrichen haben, was? Och ja, das ist eine Abkürzung, die ich nur mit Zerschneider bekomme. Seems legit. Aber ich, der ist so nötig, dass die mir die Abkürzung verwehren, ne? Mann. Das Geräusch war irgendwie seltsam gerade. Ja, dann laufen wir jetzt nochmal mit ganz krasser Geschwindigkeit, die man in diesem Spiel hat, zurück, um dann weiterzukommen. Und hoffentlich brauchen wir nicht allzu lange. Lass mich in Ruhe, du Scheißviech. Sonst zünde ich dich an. Wow, wir sind wieder in einer Sackgasse mit einem Item gelandet. Uff, das Scheißviech hat sich so hinterm Baum versteckt. Oh, und du willst mir jetzt sagen, dass das kein guter Wurf war? Du willst eine Schelle? Naja, gefangen haben wir es, bringt halt nicht so viel Erfahrung jetzt. Ja, yes. Okay, es reicht für Level 12. Es reicht für Level 12. Und, stimmt, ich muss ja erst in die Box. Es ist echt toll, so viele Pokémon zu haben, meint ihr nicht auch? Da kann man sich ein ganz tolles, großes Team mitbauen. Fucking Raupi-Invasion, verpisst euch. Und Spaß, also die Folge beginnt hocheffizient, ich weiß. Vor allem, es wäre ja selbst irgendwie Zeitverschwendung gewesen, wenn's den Scheißkampf gegeben hätte, aber dann gibt's den nicht mal. Okay, ich überleg aber gerade, inwiefern das sinnvoll ist. Wie gesagt, eigentlich sollte es da hinten einen Rivalen-Battle geben. Da kommt man in Richtung der Pokémon-Liga und letztendlich, ja, es ist ein anderer Rivale in dem Game. Und ich habe auch das Gefühl, der läuft schon so ein bisschen mehr mit als im anderen Spiel. Ist halt auch ein deutlich größerer Keck. Aber trotzdem, ja. Hätte man den Kampf irgendwie drin halten können, meiner Meinung nach. Aber dann macht man es halt nicht. Und hier schön 10 Minuten rum, geil. Ich war gerade da. Ach, du willst mir jetzt sagen, dass der nach der ersten Arena nicht mehr verfügbar ist. Das wäre noch dümmer, als wenn es den gar nicht gäbe. Na, auf jeden Fall können wir ihn nicht mehr finden. Oder überhaupt nicht. Und gehen weiter. Nächste Route. Es heißt wieder viele krasse neue Pokémon für unser Team.
Das ist so ein Trainer, das sagt er auch selber. Sehe ich dann frisch gebackenen Trainer. Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten an verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihr Abenteuer vorzubereiten. Diese Animation kam aus der Hölle persönlich. Ich meine natürlich, wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das so sagen darf. Wenn du ein Können auf die Probe stellen willst, fordere uns heraus. Ach so. Ich dachte, das wäre einer der Trainer, für die man erst bekämpfen kann, wenn man alle anderen Trainer auf der Route besiegt hat. Aber nein. Trainer-Coach mit Bisasam. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Vom Level her sind wir leicht drüber. Unser Pokémon ist halt overpowered. Weil Gönnung. Ich wollte gerade sagen, deren Pokémon sind das meistens aber auch. Aber ja. Und dann noch zurückschrecken. Krass. Kopfnuss haben wir ja vom Arenaleiter letzte Folge bekommen. Macht sich gut auf Evoli, glaube ich. Alle Achtung, du hast problemlos einen Trainer-Coach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Wow. Darf ich anmerken, dass die in diesem Run gefühlt nutzloser sind als in einer Nuzlocke? Selbst wenn ich wollte, würden mir ein Beleber nichts bringen. Ich habe nur ein Pokémon. Also, GG, Digga. Danke. Sobald der Pokémon auf die Fresse bekommt, bin ich eh raus. Also, dann schlagen wir mal in Myraplal in die Fresse. Level 6. Ja, also Levelkurve ist bisher in diesem Spiel super, muss man sagen. Was die Trainer sehr anspruchsvoll macht, weil man gefühlt literally auf Route 3 schon doppelt so hoch gelevelt ist wie die Keks. Game Design. Ja, wow, der Weg ist einfach falsch. Danke. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben und springen nochmal runter. Um den Trainer, da kümmern wir uns dann, wenn wir nochmal hochlaufen. Trank ist schon deutlich sinnvoller für mich, muss man sagen. Als Beleber. So. Dann wird es wieder Zeit, meiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Kleine Kinder zu quälen. Das lasse ich so stehen, ja. Das passt so. Habitak. Haben wir bisher, glaube ich, noch nicht gegen gekämpft. Aber ehrlich gesagt, jucken tut's mich jetzt nicht groß. Allgemein das Einzige, was uns im Moment wirklich gefährlich werden könnte, wäre, wenn wir aus irgendeinem Grund ein Geist-Pokémon treffen. Weil dagegen haben wir halt einfach nichts. Ich weiß, wir werden auch keins treffen so schnell. Ich überlege gerade nur, ob es in der Liga war. War das hier die Generation mit dem Geist Elite 4 Trainer? Ich weiß gerade nicht. Muss ich nochmal gucken. Ich weiß, aber ich müsste die dann halt auch zwingend reinnehmen. Nidoran kriegt auch auf die Schnauze. Hoffen wir einfach, aber ich wollte gerade sagen, hoffen wir, dass uns nicht mit der Fähigkeit vergiftet. Dann ist mir aufgefallen, dass dieses Spiel casual genug ist, keine Fähigkeiten zu haben. Darf ich anmerken, dass das einige Gen 1 Pokémon halt so heftig debufft. So ein Magneton ohne Schwebe, Alter. Uff. Das ist ziemliches Opfer. Naja, dann nächster Trainer, den wir wahrscheinlich one-hitten werden. Oh, guck mal, Nidoran weiblich wird viel stärker. Schmeißen wir unser Fuchskatzenhundeviech auf ihn und dann passt das schon.
Easy. Ich bin einfach so ein guter Spieler, Mann. Die Level brauchen jetzt schon eine Ewigkeit, bis wir sie erreichen. Das ist wunderbar. Gibt's hier auch irgendwas Relevanteres als Radfratz? Ich würde eigentlich schon ganz gern ein, zwei Viecher fangen. Es spawnt halt gerade nichts anderes. Ja, halt die Schnauze, ich schlag dich. Hier, siehste, ich bin gut. Scheiß Viech. So. Radfratz haben wir gefangen. 63 Erfahrungspunkte reicht für Level 13. So, ab ins Team mit dir. Und damit meine ich, verpiss dich aus meinem Team. Ich will dich nicht. Ich vermittle gute Werte. Fangt euch ganz, ganz viele Tiere in kleinen Kapseln, nur um sie für immer wegzusperren. Also moralisch bin ich heute wieder ganz oben mit dabei, das merke ich schon. Quälen wir weiter, kleine Kinder, das mache ich ja so gerne. Oh, ich glaube, ich habe das Superior-Normal-Pokémon in diesem Fall. Würde ich jetzt einfach mal so mutig behaupten. Wow. Der outplayt uns ja richtig. Dir ist klar, dass ich eigentlich noch einen zweiten Kick gehabt hätte und du stirbst schon beim ersten, ne? Ne? Haha, Kinder quälen. Vor allem hat er gesagt, dass er im Moment in Brennnesseln tritt. Das finde ich sehr gut. Und jetzt kommt ein Käfersammler. Auf Deutsch mal wieder ein Trainer, den wir in einer Runde besiegen werden. Hoffentlich ist es Kokuna. Ich glaube, wir werden es nicht in einer Runde schaffen, allein weil ich aus AP-Gründen auf Doppelkick gehe. Uff, ja gut. Das macht wirklich gar nichts. Ist Ruckzucki wahrscheinlich noch sinnvoller. Gucken wir mal. Ja. Ja, Ruckzucki ist sinnvoller. Ich hab nicht gedacht, dass das so viel mehr macht, aber... Okay. Sind wir echt schon am Ende der Route angekommen? Gibt's hier vielleicht noch mal... irgendwie interessante Pokémon. Oh, geil, ein Beleber. Ey, Digga. Ich habe auf dieser Route bisher kein wildes Pokémon gesehen, das nicht Radfratz war. Was soll denn das? Oh, ein Nicht-Radfratz. Es lebt. Und ich bin einfach der Beste. Damit ist es dann auch im ersten Ball drin und dürfte, denke ich, einiges an Erfahrung geben, oder? Ja, 90. 90 ist tatsächlich viel. So, Pokédex-Eintrag für Rettan. Wusstet ihr, Fun Fact, dass Rettan rückwärts gelesen Schlange heißt. Ja. Alter. Jetzt gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Hier ist noch ein Retter. Du Scheißviech! Ich geh dich anzünden! Das ist mir einfach nicht wert. Wow, da ist noch ein Rettern gespawnt in meinem Gesicht. Ja. Ich wollte testen, ob man Curve-Bälle werfen kann. Und ich werte das als nein. Das mit dem Werfen hab ich langsam raus, würde ich behaupten.
Also 38. Eine Fangserie bildet sich, die, glaube ich, sowohl das Spawn- als auch die Shiny-Rate eines bestimmten Pokémon erhöht. Okay, das war nicht so toll. Kann gut sein, dass der rauskommt. Oder auch nicht. Hat wohl keinen Bock zu leben. Irgendwie relatable, würde ich mal behaupten. Und ja, wir nehmen die Viecher gleich aus dem Team. Allgemein, Fangserien sind, wenn man Shiny hunten will, sehr krass. Ich bezweifle aber stark, dass ich in diesem Spiel Shiny hunten werde. Was war das für ein Pokémon? Habitak haben wir, glaube ich, noch nicht. Dementsprechend, komm ran. Ja, wirkt nicht so krass mit dem grünen Fangkreis. Dann noch der fabelhafte Wurf dürfte eigentlich drin bleiben, ja. Keine großen Probleme. Neues Pokémon gibt nochmal mehr. Und trotzdem gibt das Teil 29 und reicht nicht mal zum Level. Das ist armselig. Dabei ist das nicht mal eine Amsel. Gut, ich glaube, es reicht. Meine Witze erreichen wieder ein ganz neues Level. Und wir gehen weiter. Da sitzt ein Typ auf dem Stein. Boah, ich muss hier erstmal eine kurze Pause einlegen. Ich bin von Azuria City durch den Tunnel gekommen. Jetzt bin ich völlig alle. Das ist schön für dich. Route 4. Ich bin auch ein Trainer-Coach. Das ist schön. Also, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, irgendwo in der Nähe. Okay, der war's nicht. Ich habe mir eingebildet, dass es irgendwo in den nächsten Routen einen Trainer-Coach mit einem Macholo gibt, was natürlich vom Typen her nicht so schön für mich wäre. Ja, das Ding schmeißt mit Geld, macht gut Schaden damit tatsächlich. Aber ich denke, mein Doppelkick macht etwas mehr, behaupte ich jetzt einfach mal ganz optimistisch. Jetzt ein Ruckzuck-Hieb und das Ding ist gegessen. So. Ja. Gibt's nicht viel zu sagen. Reicht für Level 14. Reicht für Level 14 und Alter, dieses Level up. 3 KP, 3 Angriff, 2 Verteidigung, 3 Spezialangriff, 2 Spezialverteidigung und 2 Init. Und Sandwirbel ist jetzt nicht meine Lieblingsattacke, aber besser als Heuler. Lieber senke ich Genauigkeit als Angriff. So, gibt ein bisschen Kohle, vom Zahltag nochmal ein paar Euronen mehr und wir bekommen Zahltag selber. Aber ist anders als er sagt, nicht wirklich eine nützliche Attacke. Auch zum Geldfarmen kann man das nicht empfehlen. Ihr merkt, einmal Zahltag gibt irgendwie so 65 Poké-Dollar. Und das ist halt nicht viel. Ich bin über einen Kleinstein gestolpert, ein Gesteins-Pokémon. Das ist schön, dann bist du wohl dumm. Sorry to tell you. Manche Pokémon lassen ihre Trainer auf sich reiten, wenn man mit ihnen spazieren geht. Ich habe den langen Fußmarsch zum Mondberg in Kauf genommen, um hier einen Onix zu fangen, das mich auf seinem Rücken reiten lässt. Nie wieder Blasen an den Füßen. Ja, du hast's gut. Ich spiele das Spiel nur mit Evoli und das muss ich mit mir rumtragen. Der Glück haben manche Leute. Hier in dem Pokémon Center gibt es besonders einen wichtigen NPC. Hey Jungchen, willst du ein unschlagbares Geschäft machen? Ich verkaufe dir ein geiles Karpador für nur 500. Machst du doch bestimmt, oder? Ich hab das Geld für ein Pokédex, hoi. Den Wucherpreis von 500. Ich muss sagen, so schlimm ist Karpador
jetzt nicht das 500, was halt literally nichts ist, so schlimm ist. Also entspannt euch. Aber natürlich schieben wir das Carpador sofort ab. Wir schieben allgemein alles ab. Wenn du ein Pokémon fängst, aber kein Platz mehr im Team ist, wandert es automatisch in die Box in deinem Beutel. Aber keine Panik, egal wie viele Pokémon auch in deiner Box sind, mit Hilfe der Suchfunktion findest du es im Handumdrehen. Das ist schön, mein Team wird nie voll sein, weil ich die alle sofort in die Box abschiebe. Die Einwohner von Azuria City werden terrorisiert. Kein Tag vergeht ohne Zeitungsmeldungen über Team Rockets Schandtaten. Das ist schön. Oder wahrscheinlich nicht, aber... Guck mal die Pokébälle an meinem Gürtel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man kann im Kampf nur bis zu 6 Pokémon einsetzen, egal wie viele man in seiner Pokémon-Box gelagert hat. Ihr wollt mir sagen, dieser kleine Keck hat mehr Pokémon als der fucking Champion. Nicht mal der hat in dem Game 6, wenn ich's richtig im Kopf hab. Aber der hat 6 dabei. Der hier. Die meisten Pokémon werden sehr müde, wenn sie pummelos sagen. Mir jetzt ja nichts, ich bin ihm müde. Ja. Pummeluff. Das war eine aufwendige Animation. Wenn du Pokémon fangen willst, solltest du dir diese einfachen Regeln merken. Ist der Ring grün, hast du leichtes Spiel. Ist der Ring gelb? Eigentlich auch, zumindest sieht's in diesem Let's Play so aus. Ist der Ring rot? Keine Ahnung, gab's noch nicht. Ich weiß, krasses Tutorial. So, dann heilen wir mal kurz und ich würde sagen, sind dann auch fertig mit dieser Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.